Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einladung und dafür, dass wir hier einen so wunderbar geschmückten und gefüllten Saal hier haben. Das freut mich sehr. Wir sind ja fast alle von der ersten Stunde an mit dabei. Und 7 Jahre AfD, das hat etwas. Das 7. Jahr ist vielleicht das Schwierigste, aber wir haben noch einige gute Jahre vor uns. Also vielen Dank für die Einladung und für die Organisation. Und ich darf die allerwärmsten Grüße von meinen Vorstandskollegen Alice Weidel und Alexander Gauland übermitteln, die zusammen mit den Kollegen dort in Berlin auf der grünen Wiese die größte Oppositionsfraktion in Deutschland aufgebaut haben, die von 0 auf 100 am ersten Tag an schon Leistung gezeigt haben. Rüdiger Lukassen, der in den ersten Wochen schon die Mandatsverlängerungen der Bundeswehr-Auslandseinsätze organisieren musste. Diese Fraktion hat von Anfang an geliefert. Wir wissen, was wir den Wählern schuldig sind. Und glauben Sie nicht, dass uns dort kein Gegenwind entgegenweht. Glauben Sie nicht, dass die Altparteien und Altmedien mit allen Mitteln uns dort bekämpfen. Das möchte ich eben voranstellen, damit das nicht vergessen wird. Noch bevor wir eingezogen sind, noch bevor wir in Berlin in den Reichstag eingezogen sind, in den Deutschen Bundestag, wurde die Geschäftsordnung geändert 2017. Der Alterspräsident war nicht mehr derjenige, der dem Lebensalter nach der Älteste war und die Eröffnungsrede halten durfte. Nein, man hat das geändert. Derjenige, der am längsten mit seinem Hintern im Bundestag gesessen ist, der dürfte die Rede halten. Das ist unzuverlässig, liebe Freunde. Das ist einfach nicht dem angemessen, was das Hohe Haus erfordert. Wir hatten dann 2018, 2019 keinen Stellvertreterposten bekommen. Bundestagsvizepräsidenten steht uns zu laut Arbeitsordnung. Wir haben die besten Kandidaten nach vorne gestellt. Wir haben den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten nach vorne gestellt. Und wir wurden schlicht und ergreifend nicht berücksichtigt. Das ist nicht souverän, das ist unfair und das werden wir auch immer wieder den Bürgern sagen müssen. Ja, und dieses Jahr, beziehungsweise im Dezember beginnend, wurde uns einer von den 3 Ausschussvorstandsposten genommen. Wir haben 3 Ausschüsse, die wir leiten, Haushalt, Tourismus und Recht. Und der Höhepunkt war, und das ist einzigartig in der deutschen Geschichte, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, das ist einzigartig, dass unser Stefan Brandner von den Ausschussmitgliedern abgewählt wurde. Das gibt es nicht. Die Geschäftsordnung gibt das gar nicht her. Und da klagen wir, da wehren wir uns. Wir stehen geschlossen in Berlin gegen die Altparteien und werden auf keinen Schritt weichen. Ja, jeder von uns beackert die Themen, die auf der Agenda stehen. Ich darf nicht nur die Fraktion aufbauen und koordinieren und mit den Arbeitskreisen abstimmen, sondern ich bin im Ausschuss für Landwirtschaft und Ernährung und stellvertretendes Mitglied im Verteidigungsausschuss. Und wer Interesse hat, kann gerne auch unsere Ergebnisse mitnehmen. Wir müssen hier nur immer trennen, Partei auf der einen Seite, Parteiveranstaltung, Fraktion auf der anderen Seite. Wer Interesse hat, kann es bei mir dann später abholen. Das ist ein Konzept zum Forst, zum Wald, zum deutschen Wald. Aber auch das, was meine Kollegen machen, generell das ganze Jahr über, das haben wir hier in einer Zeitschrift zusammengefasst, können Sie dann im Anschluss bei uns dann abholen. Ja, Landwirtschaft. Ein trockenes Thema? Nein, Landwirtschaft ist eines der wichtigsten Themen für eine Nation. Wenn es um Souveränität geht, und die AfD kämpft an allen Ecken um die Souveränität dieses Landes, ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist, wir sind nicht in allen Teilen souverän. Das behaupte ich hier und ich kann es Ihnen auch nachweisen. Und gerade wenn es darum geht, das eigene Volk mit guten Lebensmitteln zu versorgen, das sind wir bei der Landwirtschaft, das sind wir bei den Bauern und das sind wir bei einem der wichtigsten Themen. Die Landwirte haben Ungeheuerliches auf die Beine gestellt. Sie haben in den letzten Jahrzehnten geackert. Trotz Bürokratismus, trotz Vorschriften haben sie ihre Betriebe modernisiert, sie haben sie digitalisiert, sie haben alles richtig gemacht. In den 50er Jahren hat ein Landwirt 10 Menschen ernährt, heute ernährt ein Landwirt 155 Menschen. Das sind enorme Steigerungen, das ist ein enormer Konzentrationsprozess. Aber warum sind die Bauern heute auf der Straße? Wir haben in Berlin und auch in anderen Städten, aber in Berlin war ich vor Ort, Tausende, Zehntausende Bauern auf der Straße in Berlin. Wir haben Tausende von Traktoren in Berlin, in Köln, in Rostock, in München, vielleicht auch hier in den Dörfern hier grummelt es.
zum ersten Mal gehen Bauern auf die Straße und protestieren in dieser Zahl. Das gab es in den letzten 20 Jahren gar nicht. Hier ist etwas passiert und da müssen wir genau hinschauen, was dort passiert ist. Ähnlich wie der Riss durch die Gesellschaft, den wir überall feststellen können, geht jetzt ein Riss durch die deutsche Bauernschaft. Und das ist ähnlich wie in Frankreich, ganz engagiert, mutig. Die Landwirte verlassen ihre Höfe, ihre Betriebe, wo sie eigentlich ihre Arbeit hätten, und gehen raus und protestieren. Was steckt da dahinter? Wir haben mit denen gesprochen. Wir sind seit Jahren in Kontakt mit denen. Ich komme selber aus einem Unternehmen, das seit 20 Jahren die Landtechnikindustrie unterstützt, Analysen macht und die deutsche Landtechnik nach vorne bringt. Aber wir haben jetzt die Situation, dass die Bauern mit dem Rücken an der Wand stehen. Ein Grund, und das sage ich den Landwirten auch ins Gesicht, das wissen sie auch, ein Grund ist, dass sie mit diesen schwarzen Bauernverbänden zu lange zusammengearbeitet haben. Der Bauernverband hat die Landwirte falsch beraten. Wachsen oder weichen, hieß es immer. Du hast 60 Milchkühe, du brauchst 120 Milchkühe, du brauchst einen Melkroboter, damit du wirtschaftlich arbeiten kannst. Die Landwirte haben sich verschuldet, die Landwirte sind in diese Spirale reingekommen, aber der Milchpreis ist in den letzten 10 Jahren nicht gestiegen. Der Milchpreis ist von 40 Cent teilweise auf 18 Cent runtergefallen und ist jetzt wieder bei knapp 30 Cent. Das sind Dinge, die der Landwirt einfach nicht mehr austragen kann und dann auch nicht mehr wirtschaftlich arbeiten kann. Aber warum ist er jetzt auch jetzt gerade auf die Straße gegangen? Wir haben ein neues Agrarpaket verabschiedet von der Landwirtschaftsministerin Klöckner, das unter anderem eine neue Düngeverordnung vorsieht. Jetzt sagen wir alle, wir brauchen gesundes Grundwasser. Wir brauchen gutes, echtes Wasser zum Trinken für unsere Bevölkerung. Das ist richtig. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber unsere Landwirte haben vieles richtig gemacht, aber unsere Behörden messen an der falschen Stelle. Brüssel hat eine Auflage gemacht, diese Nitratverordnung. Jedes Land meldet nach Brüssel seine Werte, seine Grundwasserwerte. Was macht Deutschland? Wir stellen an den Stellen Messstationen auf, wo natürlich die Konzentration am höchsten ist. Und wir melden auch nur die schlechtesten Werte. Das ist der Aberwitz. Wir melden nur die schlechtesten Werte nach Brüssel und haben deswegen eine Verschärfung des Nitratgesetzes, des Grundwassergesetzes bekommen. Das ist nicht fair. Entweder behandeln wir alle Landwirte in Europa gleich und die Deutschen brauchen keine extra Behandlung. Schauen wir nach Südamerika. Mercosur wird jetzt verhandelt und ist unterschriftsreif. Mercosur ist ein Freihandelsabkommen. Wir als AfD sind für den freien Handel. Wir wollen, dass der Handel in die Welt hinaus darf. Das macht die Länder stark, das macht uns als Exportnation stark. Da sind wir dafür. Freihandel ist wichtig. Aber was ist mit Mercosur? Dort hat man die Landwirte wieder veräppelt. Ich sage es ganz klar. Die deutsche Textilindustrie kann 25% Zölle abschreiben, die fallen weg, 25% plus. Die Automobilindustrie 35%. Das sind tolle Verhandlungsergebnisse. Aber man hat die Landwirte hinten runterfallen lassen. Wir haben jetzt in dem Abkommen vorgesehen, dass wir argentinisches, südamerikanisches Rindfleisch nach Deutschland importieren. Jetzt überlegen Sie sich mal, wie tausende von Kilometern das Fleisch hierher transportiert wird. Ich habe mir das vor Ort angeschaut. Mit dem Ausschuss sind wir nach Argentinien geflogen. Dann haben wir das angeschaut. Dort sind wunderbare Weiden. Die Tiere sind draußen. Extensive Wirtschaft, Bewirtschaftung, tolle Sache. Und dann sehen Sie plötzlich LKW-weise das Kraftfutter rangekarrt, wie es auf die Weide rangekarrt wird. Und das Kraftfutter ist gentechnisch verändert beim Mais, das Kraftfutter ist gentechnisch verändert beim Soja. Und wir haben dort einen erhöhten Glyphosateinsatz, der bei uns jetzt auch verboten worden ist. Das ist nicht fair, das sind andere Maßstäbe, damit können sich die Landwirte nicht messen, damit wollen sie sich nicht messen, weil sie gesunde Lebensmittel für uns erzeugen wollen. Und jetzt merken Sie auch, wie alles zusammenhängt. Die AfD ist groß geworden durch die Europolitik, durch Kritik an dem ausufenden Euro, an der Nullzinspolitik, an der Minuspolitik. Und Sie wissen alle, das Geld sucht sich einen Weg. Das Geld hat den Weg gefunden in die Immobilien, die enorm gestiegen sind. Das Geld hat seinen Weg gefunden in die Sachwerte. Und das Geld ist in Ackerland geflossen, in den Wald, in Rohstoffe. Wir haben im Osten unseres Landes, wir haben in Mitteldeutschland
ein Drittel der Flächen, die mittlerweile von landwirtschaftsfremden Investoren aufgekauft wurden. Das sind Chinesen, das sind Holländer, das sind Dänen, das sind Industrielle aus Deutschland, die dort das Land für teures Geld gekauft haben. Unser Ansatz ist, Bauernland muss in Bauernhand bleiben, keine Spekulation mit kostbarem Agrarland. Ich kann hier nur ein paar Impulse reinwerfen. Vielleicht ein Satz noch zum Forst, zum Wald. Sie wissen alle, vielleicht gibt es hier auch Waldbesitzer oder vielleicht ist hier jemand im Waldbesitzerverband. Wir hatten zwei Dürrejahre, der Wald ist am Boden, der Birkenkäfer ist da, das Schadholz muss jetzt raus aus dem Wald. Und da gab es dann sogar einen Forstgipfel, einen nationalen Waldgipfel in Berlin. Und dort wurde tatsächlich Hilfe zugesagt. 800 Millionen insgesamt, 100 Länder zusammen, wollen 800 Millionen Euro in den deutschen Wald stecken, damit der Wald wieder aufgeforstet wird, damit er auch stabile Wälder hervorbringt. Und da warnen wir, das ist die gleiche Sackgasse wie in der Landwirtschaft. Diese Subventionen sind natürlich an Auflagen geknüpft. Natürlich wird für jeden Euro, den die Ministerin Klöckner auszahlt, wird sie Forderungen stellen und unsere Waldbesitzer so zwingen, ihre Politik mitzumachen, diese Klimapolitik. Sie wird genau festlegen, welche Bäume wir pflanzen dürfen. Sie wird festlegen, wann wir Holz einschlagen dürfen und sie wird festlegen, was wir mit dem Holz machen und wann wir es rausbringen. Da sind wir dagegen. Wir wollen, dass die Waldbesitzer unterstützt werden, aber ohne Auflagen, keine Abhängigkeit der Subventionen, nicht in unserem Wald, nie keinen Eingriff ins Eigentum. Ja, ich freue mich gleich auf die detaillierteren Reden. Vielleicht zum Abschluss noch was zum Waffengesetz. Ja, ich muss hier meine Zeit einhalten, deshalb mache ich auch. Ich halte die Zeit ein, aber vielleicht gibt es hier ein paar Sportschützen. Vielleicht gibt es hier Jäger unter uns, vielleicht gibt es hier Waffensammler. Und das neue Waffengesetz ist die Umsetzung der EU-Feuerwaffen-Richtlinie. Und dort haben wir im Ausschuss gekämpft. Wir haben eine Arbeitsgruppe gegründet. Ich als Jäger bin auch dabei mit den Sportschützen meiner Kollegen. Wir haben gekämpft für das Recht unserer Schützen, unserer Jäger und unserer legalen Waffenbesitzer. Es kann nicht sein, dass unsere Jäger und unsere Sportschützen unter einem Generalverdacht gestellt werden. Die Terroraktionen, die in diesem Land laufen, die kommen nicht von unseren Jägern und von unseren Schützen, die kommen von ganz woanders. Es wird jetzt Waffenverbotszonen geben, und zwar Messerverbotszonen. Wenn ein Jäger in sein Auto zurückläuft, weil er vielleicht sein Reh oder sein Hase oder sein Wildschwein versorgen will, und er kommt in eine Waffenverbotszone, dann kann er angezeigt werden. Dann macht er eine Straftat, weil er ein Messer in seiner Hosentasche hat. Wissen Sie, woher der Gedanke kam, Waffenverbotszonen einzurichten? Wissen Sie das, weil in den Innenstädten plötzlich Messerattacken stattfinden? Das trifft wieder die Falschen. Das lehnen wir ab, liebe Freunde. Liebe Freunde, Sie sollen eins wissen, jeder von uns, das kann ich für die Bayerische Landesgruppe sagen, für den Rainer, für die Corinna, für jeden, aber auch natürlich für die Kollegen aus Nordrhein-Westfalen, für den Rüdiger, für alle anderen. Wir wissen, warum ihr uns nach Berlin geschickt habt. Wir wissen, was wir dort zu kämpfen haben. Und eines kann ich Ihnen sagen, wir sind geschlossen, wir werden dort unseren Auftrag erfüllen. Und ich bitte Sie, unterstützen Sie uns, kämpfen Sie in kleinen Kreise, dann wird Deutschland wieder ein anderes Gesicht bekommen. Dankeschön.